Okay, wir sind zurück zu einem weiteren Minecraft-Stream außer der Reihe. Ein Bonus-Stream, weil es hat sich angeboten und ich möchte etwas aus dem Weg räumen, was uns dann später helfen wird, weil wir werden in nächster Zeit, glaube ich, viel das Netherdach nutzen. Und deshalb müssen wir etwas tun, was schon lange überfällig ist. Wir müssen jede Menge Bedrock löschen, wozu wir jetzt eine recht gute Methode haben. Moment. Genau, ich habe ein paar Sachen schon hier. Ich nehme noch 3 Schulkerboxen mit. Ich habe nämlich jetzt, nachdem wir das gestern weitergeführt haben mit dem Nether Highway, habe ich hier eigene Kisten für Stufen und Treppen eingerichtet. Das macht es hoffentlich ein bisschen angenehmer. Seelenerde brauchen wir auch ein bisschen, aber auch nicht mega viel, weil wir schon ein bisschen was da haben müssten vor Ort. Nehmen wir mal 4 Stacks. Das ist wahrscheinlich schon zu viel. Sage ich jetzt und wahrscheinlich heißt es dann, es ist zu wenig. So, zu diesem Zweck müssen wir aber den Shader deaktivieren, weil ich habe einen Bauplan dahin gesetzt. Und das funktioniert natürlich nicht mit Shader. Huch. Was habe ich denn hier gemacht? Meine. Habe ich das nicht gespawn-proofed hier? Wait. Wieso fehlt denn schon wieder die Spawn-Sphäre? Wieso wird die jedes Mal gelöscht? Habe ich sie weggemacht? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich sie weggemacht hätte. Oder es liegt am Minecraft-Update, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil die Einstellung ja eigentlich separat ist. So, pass auf, wenn ich mich hier hinstelle. Und dann fügen wir eine hier. Können wir die noch irgendwie konfigurieren? So, das ist die hier. Und theoretisch. Jo, bis da drüben. Wir werden wahrscheinlich jetzt sowieso ein paar Stellen aufdecken. Moment, wir machen noch gerade. Wenn hier welche gespawnt sind, damit töten wir auch gerade, weil wir brauchen mehr Schädel. Natürlich wird der Schädel nicht aufgehoben. The fuck? Okay, ich habe hier den Stärke-Effekt, aber wieso nimmt er nicht die, ich bin so verwirrt gerade, hätte eigentlich das Schwert nehmen müssen. So, pass auf. Da drüben ist die Grenze. Ah, okay, ja, der Teil da muss nicht mehr gespawn-proofed werden. Aber unter Umständen hier, wo der Spawn ist, finden wir potenziell ein paar Stellen, die noch gespawn-proofed werden müssten. Ja, wir sind hier gerade am Limit, wenn wir uns das angucken. Interessant. So. Das heißt, wir machen mal hier frei, dass wir jetzt hier Steine als angezeigt bekommen, müssen wir mal ignorieren. Denn wir arbeiten nicht mit Stein. Das ist uns ein bisschen zu billig. Können wir Visuals, können wir das Ghost Block Alpha, wenn wir das auf 3, nee, das ist glaube ich eher noch. Das ist eher noch, ich weiß, dass es durchsichtiger wird, nicht, dass es, Aber warte, ich glaube, ich muss, damit es sich aktualisiert, einmal
Hä? Also irgendwie tut diese Einstellung nichts. So, das Portal müssen wir gleich noch entfernen. Aber eins nach dem anderen. Einfach an der Jager, willkommen zum Stream. Du bist tatsächlich Erster. So, pass auf, wir legen mal kurz die Schulkerboxen ab. Die hier auch. So, ich bin mal gespannt, ob Creative jetzt demnächst zufrieden ist, weil ich habe jetzt extra eine eigene Potion-Schulkerbox. Nachdem er sich ja gestern beschwert hat, dass ich keine Nachtsicht-Potions im Deep Dark benutzt habe. So, pass auf. Boom. So. So, pass auf, wir benötigen 8. Nein, nein. So, boom. Wir machen das hier, dann kommt die da rein. Und dann können wir nämlich noch 16 von denen nehmen. 16, nicht 17. Jawohl, hier. Was? Nein. Müssen wir kurz Easy Place. Ich sagte Easy Place. Hallo? Jetzt. Ja, ich habe jetzt das Ding, ich habe Easy Place jetzt auf Maustaste 4 und 5. Ich muss die beide drücken. Und ja, das ist eigentlich nicht vorgesehen. Aber ich habe ja jetzt auf den beiden Tasten den Utility Belt.
Deswegen funktioniert es so nicht mehr. So, ja, jetzt können wir nämlich sagen, wir machen Easy Place wieder aus. Jetzt machen wir nämlich das Placement weg. Sehen direkt viel mehr. So, das Problem ist, ich kann mir so schlecht merken, was jetzt hier Sache ist. Ja, dann müssen wir hier auch weg. Die Form ist eigentlich so easy, aber ja, es ist leider trotzdem ein bisschen fies. Weil eigentlich ist es nur jeweils... Moment. Nein. Nämlich einmal so und dann nochmal. Dass du halt zweimal diese 90-Grad-Winkel hast. Hast du mein Meme zum gestrigen Abend schon gesehen? Ich habe ein Meme gesehen, ja, aber ich habe es nicht mehr im Kopf. Ich brauche Obsidian. Ich hoffe, auf der richtigen Höhe. Oder muss ich noch eins runter? Weil das hier war ja alles nur so provisorisch. Ich glaube, das hätte ich einfacher checken können, aber genau, 85 ist die Portalhöhe. Ja, dann muss nämlich hier in dem Boden. Das heißt, die müssen alle eins runter. Kann ich die normalen Stone Slabs aussortieren? Habe ich noch Platz in der einen Kiste? Naja, nein. Nicht wirklich. Wieso habe ich doppelt so viele Slabs eingeplant? Das ist Blödsinn. Das sind jetzt hier erstmal immer nur 2 und 2. So.
So, dann machen wir nämlich, was wir hier schon mal anders machen, ist, dass wir hier vollwertigen Boden haben. So, was sollen wir jetzt? Die Schematik nochmal eins runterschieben. Ja, wir machen das Portal aber eins nach hinten. Das ist wieder nur ein paar Stunden. 18, spätestens 19 Uhr. Also ich habe heute den Vorteil, mich nicht ums Essen kümmern zu müssen, weil noch Reste von gestern da sind. Aber heute Abend schaue ich dann Stream. Dann kann ich natürlich nicht selber streamen. So, pass auf, dann können wir hier schon mal die E-Chest hinstellen. Kriegen wir... Yo. So, Druckplatten, dass hier nichts spawnt. Davon brauchen wir aber noch ein paar mehr. So, 3 brauchen wir noch. Na. Nicht schon wieder eine Schurkerbox verdient. Ich habe tatsächlich den Verbleib der Totem-Kiste geklärt. Wir haben die platziert unter der Bastion, das Totem rausgenommen. Okay, wow, die Farm ist ja tatsächlich echt recht schnell. Und dann haben wir das Teil wieder abgebaut, aber unser Inventar war voll. Und ich bin da bestimmt 10-mal drüber gelaufen, aber war durch unsere Nahtoderfahrung so durch, dass ich es einfach nicht mitbekommen habe. So, wir haben den wichtigsten Teil, dass das jetzt alles hier schön klar ist. So, pass auf, Netherrack nehmen wir mal gerade mit. Kann immer mehr Netherziegel brauchen. White Sand Glas brauchen wir auch gerade nicht. Und hier. So, was wir jetzt dafür brauchen, ist das Bedrock Kit. Hier, wir brauchen mehr von den Trapdoors. So, dann müssen wir nämlich hoffentlich nicht mehr oder beziehungsweise nie wieder den Blödsinn mit der Leiter da machen.
noch mehr. Mehr Redstone. So, ein Stack. Mal gucken, ob das genügt. Pistons, wir brauchen noch irgendwas, wo wir die Dinger dran setzen können. Dafür wäre jetzt Neverrack natürlich geil. Das ist auch so ein Ding. Ich habe auch die Leiter einfach nie auf die andere Seite gemacht, dass wir in einem Ding durch können. Hier, das müsste ich eigentlich auch mal irgendwie durchziehen. Wo bist du gespawnt? Sag mal. Wo kommst du denn jetzt? Ach, warte, ihr spawnt auf den Schulkerboxen, ne? So, pass auf. Den benötigen wir nicht nochmal. Pass auf, die Enderperlen benötigen wir jetzt gerade auch nicht dringend. Theoretisch könnte man hier auch relativ viel draus machen. Wenn man, vor allem, wenn man hier halt so ein schönes Loch hat, wo man dann halt einen Ein- und Ausgang hat. Ja. Das geht auch. So. Ach, Quatsch. Das müssen wir jetzt kurz abwarten. Ich habe hier total den Blödsinn gemacht. So, erst müssen die weg. Okay, funktioniert das jetzt auch ohne? Warte, das ist ein Geistblock, oder? Jo. Ich glaube, wir brauchen hier den Haste-Effekt, ne? Sonst funktioniert es nicht. Oder? Ich krieg das nicht mehr zusammen, ob er das, also er hat, ich glaube, es wurde mal was gesagt, aber das mit den hopflosen Pistons hat ja trotzdem funktioniert gerade. Creative, willkommen zum Stream.
Ah. Nee, es funktioniert nicht, wenn ich es so mache. Es muss, glaube ich, mit Haste sein. Das heißt, wir brauchen nochmal eine Beacon. Das ist echt genau dann zu sehen, wenn ich gerade sowohl von meinem Handy als auch meinem PC weg bin, wo ich ein paar Stunden nichts bekomme. Tja. Erst willst du, dass ich mehr streame? Und dann ist es auch wieder nicht richtig. Also man kann auch einfach es nicht gerecht machen, ne? Der Stream geht erst an der Abendstunde, das kann ich ja fast noch durchgehen lassen. Danke, das ist absolut gnädig von dir. So, pass auf, so. Das hier muss ich mir auch überlegen, ob ich das auftrenne in Beacons, Portale und Conduits. Sag mal. Ja, jetzt habe ich aber nichts in der Hotbar. Und ich kann das Inventar so nicht öffnen. Ja, jetzt hat das natürlich alles, ja. Danke. Danke, Spiel. Huch. Okay, das hat jetzt nur für... Wieso funktioniert es denn jetzt schon wieder nicht? Gott verdammt. Jedes Mal kämpfe ich mit dieser blöden Technik. Wie lange hast du diese höchst spannende Aktivität vor? Ich peile so 18 bis 19 Uhr an für den heutigen Stream. Also wenn wir hiermit durch sind und dann noch Zeit haben, gehen wir nochmal in die Ancient City, weil wir können ja jetzt dahin schnell reisen. Das heißt, wir nutzen einfach aus, dass unser Warning-Level halt dann auch immer niedrig ist. Freitagsstream, wer erlaubt denn sowas? Das wurde so nicht geplant. Tja. Zum Glück habe ich ja keinen Chef. Na also, wurde ja mal Zeit, dass hier auch mal was funktioniert. Ist das euer Scheiß... Ist das dein Scheiß-Ernst-Spiel?
klar, es sind Geistblöcke. Warum auch nicht? Warum sollte auch mal was funktionieren, was ich tue? Weißt du, ich habe mir das jetzt so schön überlegt, wehe, Inventorio macht irgendwas, was dazu führt, dass jetzt dadurch der Bug nicht mehr funktioniert. Wäre ich dezent angepisst. Es ist Minecraft, der Sinn dahinter ist nicht, ist, dass nichts funktioniert. So. Spiel! Was tust du? Pass auf, ich mach's jetzt erstmal nur, ich versuch's jetzt erstmal mit einem. So. Ah, es klingt. Na? Warum funktioniert es nicht? Ich habe eine Vermutung, dass er irgendwie das Abbauen nicht irgendwie revidiert, weil ich keine. Weil es halt nicht in meiner Hotbar war, kann das sein? Nein, das nicht. Weg damit. Mojang mag es nicht, wenn Bedrock zerstört. Aber es funktioniert in 1.20. Wir haben es doch schon in 1.20 gemacht. Aber wir haben irgendwie jedes Mal so Startschwierigkeiten mit dieser Technik. Minecraft kommt seinem Bildungsauftrag an, das Kinder lehrt, dass auch gut durchdachte Konstruktionen am Ende zum Scheitern verurteilt sind. Mhm. Ja. Really? Als ob es jetzt daran lag. Als fucking ob. Okay, das ist jetzt, glaube ich, gerade schief gegangen. Naja, zumindest. Okay, mit einem hat es funktioniert, aber nicht mit dem anderen. Dieses Spiel weiß auch nicht, was es will. Finde ich auch lobenswert. Also deswegen solltest du auch dann denken, ja, wie viel Mühe du in HGL steckst, das wird sowieso am Ende scheiße. Nein! Es wird wunderschön! Es wird das Spiel des Jahres, des Jahrzehnts!
komm schon. Ich plane immer ein bisschen viel Zeit ein da drüben, das stimmt, aber... Hoffe ich mal auf eine Gold Edition Plus. Naja, eine Gold Edition setzt ja voraus, dass nichts mehr kommt eigentlich. Außer man heißt Blue Byte und macht dann noch das Community Pack. Sag mal. Was willst du? Warum funktioniert es nicht? Warum funktioniert das nur so halb? Ich habe die Gold Plus. Ja, ich auch. Aber es ist, das Community Pack war trotzdem nie drin. Da ist nur eine neue Welt drin. Ist ja auch so eine schöne Situation, dass auf den Packungen nie draufsteht, ob neue Welt drin ist oder nicht. Platin Edition. Ja, aber das war ja ein Sonderrelease, was ja eigentlich nur die Gold Editions der ersten vier Spiele waren. So. Wollen wir mal versuchen, mehrere auf einmal zu zerstören? Warum machst du es dir so schwer? Bau den Bedrock doch einfach ab. Ja. Warum? Das ist eine gute Frage. Es ist, genauso wie so, warum hast du kein Geld? Sei doch einfach nicht arm. Geh doch einfach zur Bank. Er mag es, sich selbst zu quälen. Was ihr versucht, ihr mich alle in die Masochistenschiene zu schicken? Huch. Das hat nicht funktioniert, würde ich mal behaupten. Also es... Darf ich jetzt nicht zu gierig werden oder was ist los? Und mit zu gierig meine ich anscheinend ist ja schon zwei, sind ja schon zu viel. Wenn du obdachlos bist, kauf doch einfach ein Haus. Ja! Oh, ich weiß, warum es nicht funktioniert. Ich hätte vielleicht auch mal die Redstone-Blöcke wegmachen sollen. Seht ihr, irgendein Schritt ist immer der mir dann entfällt. Neues Minecraft-Gesetz, es kann pro Tick nur ein Bedrock zerstört werden. Ja, aber ich meine, wir haben 20 Spielticks pro Sekunde. Naja, so halb. Hey, dann immerhin 4, 5, 6. Hey, immerhin 6 von 8 Erfolgen. Damit kann ich leben. Mit einer 75% Erfolgsquote. Ich verstehe auch gesagt nicht, wie das Redstone hier in dem Fall funktioniert, weil es macht ja auch, was es will. Wenn die ganze Mechanik hier basiert darauf, dass du diese Quasi-Konnektivität hast. Also ich glaube, es ist Quasi-Konnektivität, was wir hier ausnutzen.
Ich muss das nicht verstehen, oder? Wenn man Outer Wilds zerstört, besiegt hat, kann man, durchgespielt hat, kann man Bedrock zerstören. Ich sag mal so, wir brauchen definitiv. Also wenn Mojang mit dem Netherdach nichts Sinnvolles machen will, sollten sie vielleicht wirklich eine Möglichkeit schaffen, mit der halt Spieler offiziell Bedrock zerstören können. Oder halt irgendwie die Bedrock-Decke vom Nether irgendwie durch was anderes ersetzen. Weil halt mein Favorit halt wäre, dass sie einfach den Nether ausdehnen nach oben. So, keine Geistblöcke. Ich glaube, es ist nur bei einem fehlgeschlagen gerade. Also man, ich verstehe es nicht. So, es ist launisch. Meine wenigstens haben wir keine TNT-Kosten. Das ist halt schon mal ein Vorteil. Und wir können wirklich potenziell mehrere. Ist ja schön. Outer Wild Texture Pack für Minecraft. Gibt es 100 pro. Würde ich meine Hand für ins Feuer legen, dass das jemand gemacht hat. So, alle ausgefahren? Jawohl. Wisst ihr, was jetzt an Musik laufen müsste? Libera Me From Hell von Gurren Lagann. Das würde jetzt gerade so perfekt passen. Aber dann kriege ich wahrscheinlich Copyright-Ärger. Hey, wenn das ich richtig sehe. Mensch. 6 von 6, das ist doch mal eine gute Quote. So, wir gucken mal kurz, ob wir hier auch richtig sind. Okay, wir müssten sogar theoretisch hier noch eins weiter, ne? Ah, ja, genau, wir müssen alle Richtung 1 weiter. Das ist korrekt. Nee. Hä? Okay, aus irgendeinem Grund sind wir um 1 verschoben. Ich blick's noch nicht so ganz. Aber noch sind wir auch nicht am Rand. Wasser geholt und geäxt. Das ist eine sehr gute Einstellung. Haben wir alle? Yo. So, nicht zu viel. Da
Da. Nicht zu viel und schon funktioniert es nicht. Gibt als was die Musik das durch Outer Wilds Musik ersetzt. Das reicht. Es ist ein Resource Pack. Es ist kein vollständiges, aber es ist ein Resource Pack. Aha. Ja, aha. Das muss dir jetzt nicht gefallen. Diesmal hat es funktioniert. So, ich möchte jetzt trotzdem gerne wissen. In die Richtung muss eins mehr. Hier muss eins weniger. Boah, das wird ein Krampf, das jetzt entsprechend alles zu verschieben. Das ist halt mit der ernsten Tonlage. Ich bin halt Erzieher, also, wenn ich mich nicht gegen Creative durchsetzen kann, dann wäre ich nicht gut in meinem Job. So, jetzt sind wir richtig ausgerichtet. Ich weise darauf hin, das hier ist nur die oberste Schicht. Aber das hier ist gerade noch nicht richtig. Was habe ich denn hier für einen Blödsinn gemacht? Also hier fehlt eine Lampe, oder? Nee. Hier ist irgendwas nicht korrekt. Hier, okay, ja, ich verstehe. Hallo. So. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Das Einzige, was die erzählen, sind Chinchillas. Die sind aber auch wirklich blöd. Also,
Ivy und Kasimir. Also, man soll ja das Verhalten von Tieren nicht zu viel reininterpretieren. Aber so wie, was die im Moment treiben, das kann mir kein Mensch erzählen, dass die nicht genau wissen, was sie tun. Weil heute Nacht war es nämlich wieder. Die jagen sich, ich randalieren. Ich schieb den Laufteller rüber, dass ich halt ihnen notfalls Etagenarrest oben geben kann. Das, wenn, also wenn ich, dass wenn sie oben sind, ich nur noch schieben müsste und dann wäre der Durchgang zu. Dann sind sie auf einmal, dann können sie sich auf einmal benehmen. Was für mich impliziert, dass die genau wissen, was die Konsequenz wäre. Bitte in HGL einen Zauber, der Soldaten in Intentionals verwandelt. Ich hatte tatsächlich mal, weniger für HGL, aber generell einfach mal. Ich glaube, es ging darum, weil ja Mayas und Ägypter beide eine Version von Schützen Strafen haben und hatte ich überlegt, wie ein Zauber sich auswirken würde, der Soldaten in jagbares Wild verwandelt. Dann habe ich aber überlegt, ist das dann nicht Kannibalismus? Und das weiß ich nicht, ob ich das will. Also ich weiß ziemlich gut, dass ich das will. Also ich fände offenen Kannibalismus ein bisschen krass. Genauso wie ich auch kein, wie Menschenopfer, auch wenn der Altar von den Mayas nicht ohne Grund so aussieht, als würden da Menschenopfer stattfinden. Ich würde nicht daraus eine Game-Mechanik machen wollen, zumindest nicht von einem menschlichen Volk. Wie groß ist denn der Frontex eines Chinchillas denn so? Bock, Ahnung. Ich habe tatsächlich vor einer Weile noch in dem Buch von dem Tierarzt gelesen. Ich glaube, irgendwie ein Drittel des Schädelvolumens macht einfach schon das Ohr aus. Ist ja kein menschliches Fleisch mehr. Ja gut, aber dann sind ja auch Steine, die ich aus, wenn ich Stein in Dings verwandle, wenn ich Fleisch zu Stein verwandle, so rum, dann ist der Stein ja vegan, weil es ist ja kein Tierfleisch mehr. Ja, von Katzen, das kann ich trotzdem an sie uns herbeziehen auf verschiedenen Ebenen und wissen, was Rache ist. Ja, so Katzen wissen sowieso genau, was sie tun. Verstehen uns in mancher Hinsicht besser als wir. Wir sind uns halt auch unsicher, weil wir oft, aber das können natürlich auch einfach nur, ne, weil wir halt da dann gucken, wir stellen oft fest, dass Ivy und Kasimir oder zumindest einer der beiden an den Futternapf geht, wenn wir frühstücken. Kann natürlich Zufall sein, aber ich frage mich schon, ob es vielleicht auch sein kann, dass die Tiere uns halt auch irgendwo als Rudelgenossen auch halt irgendwie ansehen und deswegen, ne, weil es ja sehr soziale Tiere sind, wenn Rudelgenosse futtern geht, gehen die auch. Huch, nein. Was? Nein, 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 das ist falsch. Das machen wir nicht. Wir müssen erst die Redstone-Blöcke wegmachen. Ich habe auch jetzt gestern, glaube ich, noch was gefunden. Ich hatte einen Kommentar unter dem Chinchilla-Video gelesen, wo jemand von diesen, ich glaube, Persian Royal Angora oder so, wie die heißen. Und ich glaube, das sind diese Langhaar-Chinchillas, von denen ich erzählt habe, von denen auch Jumper anscheinend auch Gene hat. Also das scheint die offizielle Bezeichnung dafür zu sein. Was halt also auch nochmal eine eigene Züchtung ist.
Ich frage mich halt nur, ob das, das Ding ist, bei Jumper ist das Problem, dass die das Fell gerne mal verfilzt, zumindest so stellenweise. Und wir sind uns jetzt nicht sicher, ob das einfach ein Nebeneffekt von, einfach weil er längeres Fell hat, ob das dadurch bedingt ist und einfach ein Problem der Züchtung ist. Oder ob es daran liegt, dass er halt wirklich nicht badet, weil wir sehen ihn nie im Sandbad. Außer halt, wir setzen ihn irgendwie rein oder wir setzen das Sandbad direkt vor seine Nase. Ansonsten ist das Vieh einfach zu faul. Es hat keinen Bock. Weil dazu müsste er ja das Haus verlassen. Und ja, das geht ja nicht, ne? Die haben den großen Vorteil uns gegenüber. So können sie Änderungen in unserer Gefühlslage. Ja, das sowieso. Also, Mensch hat einfach sehr wenig in Wahrnehmung gesehen und hat alles auf die ganzen Ausdauer gepackt. Weil unsere Wahrnehmung. Ich würde nicht mal sagen, dass unsere Wahrnehmung schlechter ist. Weil wir. Also, die Tiere haben halt, ist halt spezialisierter als wir. Also, ich sag mal so: ein Uhu braucht keine. Jetzt, wenn er nachtaktiv ist, braucht er ja keine Farbwahrnehmung. So, wir sind, was das angeht, einfach sehr flexibel gebaut. Und ja, Schwitzen ist halt evolutionär gesehen eine sehr overpowerte Fähigkeit. Das Ding hat kein Dopamin. Aber ja, man, also auch Hunde, also man, so Hunde wissen dann auch genau, was so eine Sache ist. Also, ne, man sagt ja auch, sie können Angst riechen, also das ja nicht unbedingt direkt, aber sie, ne, sie können Gefühle schon wahrnehmen. Deshalb ist eigentlich mir jetzt auch so, so deshalb darf man, finde ich, auch nicht unterschätzen, was Tiere verstehen. So klar, sie verstehen nicht, halt nicht unsere Worte, wenn wir mit ihnen reden, aber sie verstehen die Gefühle, die wir versuchen auszudrücken. Das können die Tiere schon zuordnen. Aber dann, okay, finden sie zu essen. Ja! Es ist das Leben. Man muss es nicht toll finden, man muss nicht dran mitmachen, aber es ist halt auch irgendwo gefressen und gefressen werden. Nein, es ist der Tod. Okay, warte. Der Pisten ist gepowert und dann, dadurch, dass er sich ausfährt, powert er auch den, oder? Irgendwie können Sie durchaus Zusammenhänge verstehen. Nicht reinigen, Fell verfilzt, Reinigung erfolgt durch große Kreatur, kein Aufwand erforderlich. Ja, gut, was heißt Reinigung? Also, ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob das für ihn so angenehm ist, wenn wir ihn dann, wenn dann einer ihn festhält und der andere mit der Schere dann versucht, die verfilzten Fellsteile rauszuschneiden. Was machen wir auch nicht oft, also glaube ich da nicht, dass da eine Prägung stattgefunden hat, aber er ist auf Menschen fixiert. Das ist nicht zu bestreiten. Aber er lässt sich also auch, ich meine, Chinchillas unterstützen sich ja auch gegenseitig bei der Fellpflege, aber das ist jetzt irgendwie, scheint in dem Fall auch nicht zu helfen. Das war in der Steinzeit so, da sind wir raus. Geh mal in die Savanne und frag mal den Löwen, ob der vegan wird. Weil wir sind ja nicht mehr in der Steinzeit, ne? Bist du ein Löwe? Ja. Was haben wir denn hier jetzt für eine Konstellation? Nicht den Rücken zu wenn langsam rückwärts laufen und Augenkontakt halten. Komm, dass Löwen auf Menschen losgeht, ist eigentlich ziemlich selten.
Man, ja, man sollte es nicht drauf ankommen lassen. Oh, ich, können die Laternen... Warte, können die Laternen mir da jetzt einen Strich durch die Rechnung machen? Was passiert, wenn man Sprache ändern einlöst? Dann ändern wir die Spielsprache und aktivieren Untertitel und amüsieren uns über die Wörter in anderen Sprachen. Ah, shit, ich hab vergessen, die Redstone-Blöcke wegzumachen. Okay, einmal warten, bis das vorbei ist. Den Rücken zeige ist eine Spielaufforderung, jagen lernen und so weiter. Ja, das hält auch immer auf bei Katzen, ne? So, auf der einen Seite, auch die großen Raubkatzen sind am Ende des Tages Katzen, verhalten sich entsprechend wie unsere Stubentiger in mancher Hinsicht. Auf der anderen Seite, auch unsere Stubentiger sind zumindest in ihrem Metier Spitzenprädatoren. Und verhalten sich auch so. Dann mal andere Sprache. Eine bestimmte? Ich meine, wir haben eine ganze Menge Auswahl. Möglichst eine, die man noch lesen kann. Oder Klingonisch. Klingonisch ist auch gut. Nee, irgendeine. Okay, dann suche ich aus. Pirate Speak wäre mal lustig. Funktioniert Klingonisch überhaupt mit dem mit dem Texture Pack? Ich glaube, es ist eine von den Sprachen, deren Unicode irgendwie nicht mehr funktioniert. Aber Klingonisch sehe ich tatsächlich im Moment nicht. Doch, da! Das ist Klingonisch. So, viel Spaß. Wenn man sagt, was scheiße ist, muss man ändern. Nicht mit ist halt so, komm. Ja, sorry, aber Menschen sind von Natur aus Omnivore. Diejenigen, die es nicht sind, sind es, weil sie sich dazu entschieden haben. Muss man die DNA modifizieren. Ja, also ich habe grundsätzlich nichts gegen Genetic Engineering, aber halt auch nur unter der Voraussetzung, dass es allen Menschen zur Verfügung steht. Und da die Chance sehe ich eher nicht. Ja. So, pass auf. Wie markieren wir das jetzt einigermaßen sinnvoll? So, hier.
Catgirls für alle. Ganz ehrlich, Leute würden da auch, also wenn ich bedenke, was manche Leute jetzt schon machen, um irgendwie wie Red Skull oder so auszusehen, ja. Ich meine, es ist am Ende, müssen die Leute selber das wissen, ob sie das wollen, aber auf der anderen Seite können manche Menschen auch einfach nicht damit umgehen, wenn man ihnen Entscheidungsfreiheit lässt. So, wir machen erst die Ecken. Modifiziert mein Gehirn, dass der Entscheidung besser umgehen kann. Hast du Fringe gesehen? Nein, ja, dann kann ich leider nicht mehr sagen, ohne dass ich es spoilern würde. Kurz gesagt, ein Stück weit sind es auch unsere Makel, die uns menschlich machen. Nein, doch. Und ohne sie könnten wir noch etwas viel Schlimmeres werden. Das würde bedeuten, dass Menschlichkeit etwas Schlechtes ist. Nein. In dem Fall nicht. Irgendwann abgebrochen, Staffel 1 oder. Ja, Fringe ist sowieso in der Hinsicht sehr verwirrend, weil die einfach irgendwie gefühlt jede Staffel einmal die Realität neu schreiben oder so. Und es hat halt leider auch die typischen J.J. Abrams-Sachen. Irgendwer muss dem Mann mal klar machen, dass ein Geheimnis alleine eine Geschichte nicht trägt. Aber die Leute fressen ihm ja aus der Hand, also von daher. Boah. Hey, 23 von 24, das ist akzeptabel.
Vor allem, ich hätte auch mal Replay-Mod anmachen können. Aber... Also wir machen Replay-Mod an, bevor wir in die zweite Ebene machen. Und ich weiß nicht, ob Replay-Mod darauf reagiert, wenn wir hier das abusen. Ja, danke. Weißt du, will ich einmal ein bisschen schneller sein, weil es ja nur ein einziges Teil ist. So, pass auf, das ist... Jo, das ist korrekt. Also wir machen einmal kurz ein bisschen Licht hier. Ich finde es toll, dass Neverrack tatsächlich nicht übersetzt wurde. Frag mich auch ehrlich gesagt, wer diese Übersetzung pflegt. Ich meine, es ist wohl Nevercrack. Mal ganz ehrlich, ich meine, in den Minecraft-Credits muss ja doch irgendwo jemand, also entweder arbeiten sie wirklich mit dem Klingon Language Institute zusammen oder sie haben irgendwen in den Credits, der nur bei Mojang ist oder es zumindest halt hauptsächlich wahrscheinlich macht, weil das wahrscheinlich in irgendeiner Funktion bei Mojang ist oder extern, der sich um die klingonische Übersetzung kümmert. Ich meine, wie sieht das im Lebenslauf bitte aus? Was haben Sie für Berufserfahrung? Ja, ich habe Minecraft auf Klingonisch übersetzt. Schau halt in die Credits. Nee. Ich bezweifle echt, dass das überhaupt in den Credits drin steht.
Huch. Ja, super. Na, wenigstens hat es für 3 von 4 gereicht und es ist auch nichts schief gegangen. Bei dem, der das Lolcat macht, stelle ich mir das auch lustig im Lebenslauf vor. Ja. Ich frage mich ehrlich, ist das was, was man im Lebenslauf haben will? Auf der einen Seite, du hast etwas für Minecraft beigesteuert. Auf der anderen Seite, es ist halt die klingonische Übersetzung. Ich meine, was schreit mehr Nerd als alles andere? Wenn du auf professionellem Level klingonisch sprichst. So, da ist unser Loch. So, Seelenerde sage ich nicht nein zu. Davon haben wir gar nicht so viel. Aber ich merke langsam, dass das mit der doppelten E-Chest doch seine Vorteile haben wird, weil einfach, ja, wir können entsprechend halt auch einfach Sachen, die wir irgendwann mal brauchen könnten, einfach immer dabei haben. Diese LOL-Cat-Sprache, gibt's da wirklich offizielle Regeln zu oder machen das die Leute einfach, wie sie Bock haben? Ich meine, sie haben ja zum Beispiel den Warden ja auch mit Blue Shrek dann bezeichnet. Also nee, das funktioniert nicht. Aber das hier könnte funktionieren. Und dann potenziell auch hier. Boah, wie viele kann ich jetzt auf einmal button? Hoch.
Ja gut, für den einen hat es jetzt nicht mehr gereicht, aber zumindest 4 von 5. Warte, wir müssen dann aber in die andere Richtung machen. So, dann hier. So, und dann hier auch. Na, Mist, da kommen wir jetzt nicht dran. Shit. Hier. So, so.
So, die Ecken werden wieder fies. So, und dann hier auch noch. Ja, reicht die Zeit. Mensch, sogar mit ein paar Fehlern. Ja, Julfa, vielleicht sieht man sich später noch. Hoch. What? Okay, der hier hätte aber nicht funktionieren dürfen eigentlich. Ganz seltsame Geschichte. Okay, der jetzt einfach random überlebt, weil warum auch nicht? Muss ich eben nochmal. Naja, super. Ich habe das Gefühl, es hat so, dass die Zeit steigt nicht linear, die mir zur Verfügung steht dafür. Deswegen, wenn ich mal nicht so, so viel auf einmal machen will, dann haut das mit der Zeit nicht hin.
Einfach Sachen entfernen, bis es nicht mehr geht. Ich glaube, wir machen uns, tun uns einen Gefallen, wenn wir einfach alles vorbereiten. Auf die Gefahren, dass wir nicht alle Pistons rechtzeitig erreichen. Okay, die Stelle da erreichen wir schlecht, weil wenn der hier dann ausgefahren ist. Also wenn wir wirklich mal im sehr großen Stil Bedrock zerstören wollen, brauchen wir echt mal so eine Maschine. Mensch, langsam nimmt es Form an hier. Hi Florian, mir fehlt gerade ein bisschen der Kontext, worauf du reagierst. Also, warum es auf Platinen so viele Stellen gibt, an denen Lötpads für Bauteile sind, aber nichts verziert wurde. Du, ich hinterfrage auf so Geschichten sowieso nichts. Ich hinterfrage nur, warum irgendwie eine Sachen irgendwie gefühlt unkaputtbar sind, weil du sie nicht falsch einbauen kannst. Und bei den anderen ist dann so, ach ja, wenn du das falsch halt ratest, dann brennt dir das Teil halt mal eben durch. Wow, haben wir einfach gerade mit einem Ding alle ausgelöst? Ist mir gerade auch, als ich eine PM bekam von einer Jago mit aus, da kommen wir in den Stream von Spinny. Aber jetzt gerade passiert eigentlich nichts Spannendes. Wir machen nur Bedrock kaputt. Okay, der letzte da hat nicht mehr getriggert. Ja, aber bist du überhaupt noch selber hier? Es wäre jetzt irgendwie der maximale Troll, wenn du Florian extra dazu rufst und dann selber nicht mehr da bist. Da oben ist einfach ein Picklin. Er hat da nichts verloren. Da wurde schon vor einer Stunde geschrieben. Ja gut, wir sind auch schon eine Stunde dran.
Wir hatten zwischendurch einen Stromausfall. Das ist fies. Was wir vielleicht kurz tun sollten, ist die Beacon erweitern, dass wir auch noch Sprungboost haben können. So, einmal kurz was trinken. So, dann müssen wir nur noch diese Reihe wegkriegen. Dann haben wir es hinbekommen. Wir benötigen, ganz ehrlich, wir benötigen gerade hier nicht mehr. Nee, warte, das geht wahrscheinlich nicht. Wenn wir es nach oben zeigen lassen, dann können wir ja nicht oben powern, ne? Aber das ist halt jetzt gerade eine sehr fiese Konstellation. Aber müsste es nicht theoretisch auch so gehen? Nee, aus irgendeinem Grund ist... Das ist... Warte, nee, kann ja gar nicht. Ja. Schön wär's. Wenn es so easy wäre. Aber wir können es vielleicht auf 2 verkürzen. Nee. Das geht auch nicht. Okay, nee, das funktioniert. Wait, what? Okay, ich verstehe offiziell nicht mehr, wie diese Block-Update-Geschichte funktioniert. Schaut es heute aus mit Kanalwetten. Ja, wenn ihr eine habt. Können wir das nochmal ausprobieren, aber wie gesagt, wir zerstören gerade Bedrock. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier gerade eine super Kanalwette draus machen können.
Okay, der eine hat's überstanden. Ist aber nicht schlimm. Nein! Okay, der hier hat einfach random überlebt. Na, komm her. So, die zweite Ebene ist weg. Hoch. So. Nice. Komm, wir probieren das auch. Und hier. Wow. Das funktioniert sehr krass gut.
Okay, jetzt habe ich, glaube ich, gerade. Ja, die hätte ich auch einfach lassen können. So, den hat er jetzt da gelassen. Okay, eine Fehlzündung hatten wir von 13. Das ist eine gute Quote. Was genau ist das Ziel des Durchbruchs hier? Unter uns ist das Portal, was zur Eisenfarm führt. Und beziehungsweise auch, wir sind ziemlich, also es ist nicht exakt der Nullpunkt, aber wir sind ziemlich nah am Nullpunkt. Und deshalb möchte ich hier diesen Durchbruch haben, damit ich dann mit dem Elytra einfach durchfliegen kann aufs Netherdach, ohne dass ich jetzt mal die Leiter nehmen muss. Zum Nullpunkt und im Grunde einen Fight Club. Ich habe den Film tatsächlich immer noch nicht gesehen. Ich habe ihn hier liegen, seit was weiß ich wie lange. Aber hatte einfach nur nicht die Zeit, ihn mir tatsächlich auch anzusehen. Hashtag Bildungslücke, ja, hast recht. Ja, super. Der hat nicht funktioniert. Wenn ich einfach random diese Fehlzündungen wären, wäre es ja toll. Wäre ja super, wenn diese Bugs bugsfrei funktionieren würden. Ja, eben. Also wenn schon die Bugs nicht bugfrei funktionieren, dann worauf soll man sich denn dann sonst noch verlassen im Leben?
Oh, ich glaube, das war nicht gut. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich den kopflosen Teil zerstöre. Wenn ich ihn zerstören kann, ist das natürlich praktisch. Nee, das sieht nicht aus, als wäre das korrekt. Das kann natürlich auch so eine Fehlzündung gewesen sein, aber ich glaube, daran lag es jetzt nicht. Huch, nein. Das ist nicht gut. Müssen wir warten und hoffen, dass meine Spitzhacke jetzt nicht weg ist. Das ist momentan das nächste Spiel auf der Liste für Twitch, wenn eins der beiden Aktiven endet. Gar keins. Im Moment habe ich da keine konkreten Pläne. Ich hätte zwar irgendwie Lust auf Terraria, aber ich habe nicht, ich sehe es im Moment nicht, dass ich überhaupt im Moment ein neues Spiel auf Twitch anfangen will. Man müsste überhaupt die Spitzhacke zum Hebel-Spam klicken. Weil ich sie danach ja also auch wieder brauche.
glaube, das wird nicht funktionieren. Doch, warte, wir können den kopflosen Teil zerstören. Das ändert alles. Das ändert eine ganze Menge. Wenn das stimmt. Na gut, wir können den halt so nicht powern, ne? Funktioniert. Okay, wir müssen nicht, wir müssen den Kopflosen, oder den Kopf können wir, den können wir auch zerstören. Das ist okay. Okay, wir können. Ey, wir müssen gar nichts beachten mehr in der Richtung. Wir können doch den Pisten auf die Weise powern. Das geht auch. Okay, es hat jetzt hier eine Fehlzündung gegeben, aber ansonsten. So. Hey. Aber auch, ich verstehe auch nicht, mit welchem System jetzt der hier überlebt hat. Ja, aber der kann in die Richtung zeigen, das ist ganz praktisch.
Wow, das ist natürlich sehr geil. Da. Einer muss schief gehen. Okay, jetzt diesmal sogar zwei. Spiel, tu doch sowas nicht. So, das sollte genug Zeit sein. Dein Scheiß Ernst? Dein Scheiß Ernst? Das hat jetzt einfach keiner von den beiden was gebracht. The fuck, es werden wieder mehr. Der Bedrock wehrt sich. So, endlich. So, dritte Layer ist durch. Ist das von Spinny? Ja gut, wir sind jetzt gerade mit dem dritten Layer durch. Aber gerade hatten wir ein bisschen widerständiges Bedrock. Aber wenn man sich hier schon anguckt, also hier ist schon mal, das ist schon mal so ein halber Layer jetzt. Welche Sprache wurde diesmal gewählt? Klingonisch.
Ich müsste eigentlich immer die Sekunden zählen, wenn ich Spam klicke, aber ist mir ehrlich gesagt zu anstrengend. Keine Ahnung, ich habe mir irgendwie das Gefühl, also als Richtwert eine Sekunde pro Pisten. Vielleicht ein bisschen mehr bei kleineren Werten und weniger bei größeren. Okay, sieht nach zwei Fehlzündungen aus. Irgendwas passiert. Wir haben Bedrock zerstört. Zu Beginn des Streams. Ja, so halb. Ich meine, wir haben den Stream nicht damit begonnen. Wir haben erst was anderes gemacht. Wir haben ja erst unten angefangen. Okay, das funktioniert nicht. Ich bin mal gespannt, ob wir es heute noch schaffen, wirklich woanders hinzugehen. Wir kommen zwar jetzt mit dem Bedrock gut voran, aber wenn wir ja dann auch noch das eigentliche Teil bauen müssen. Imagine Spinny zerstört Grundstein und landet dann in den Bad Crews.
Sogar mal keine Fehlzündung. Und hier, okay, der letzte Layer ist schon sehr wenig Bedrock. Das ist natürlich gut. Funktioniert das jetzt auch, dass der auch... Jo! Ha, sehr gut. Das ist ein scheiß Ernst. Das ist ein scheiß Ernst, selbst der eine, der weg war. Natürlich eine Fehlzündung, ist klar. Spiel, das kannst du mir doch nicht antun. So, kriegen wir es jetzt bitte hin? Ah, zumindest die vier sind schon mal weg. Na also, warum nicht gleich so? Nee, es wird mir einfach bald ein Durchfliegen in Respawn einem Bedrock eingekerkert. Ja, gut. Kokosfrüchte bräuchte man dann. Aber theoretisch müsste ein Reload ja sowieso alles an Geistblöckern sichtbar machen. Aber ganz ehrlich, so wie ihr das jetzt beschreibt, wäre ich schon fast enttäuscht, wenn das nicht am Ende meine Todesursache ist. Respawnender Bedrock. Der sich dann aus Rache genau in mir wieder neu spawnt.
Ja. Hoch. Gott, das ist kein Stream, sondern ein YouTube-Short, das im perfekten Loop läuft. Also meinst du eher ein kompletter Stream als YouTube-Shorts mit perfekter Abfolge? Denn das wäre auch wild. So, hier gab es eine Fehlzündung.
So, fast durch. So, das sollte mehr als genügen. Hoch. Okay, wir haben jetzt. War jetzt ein bisschen verwirrend hier, aber ich glaube, wir haben ganz gut was geschafft. Hoch. Ja, man sollte. Das ist jetzt aber ein Wunder, dass das funktioniert hat, während Fast Right Click an war. Okay, ich glaube, den einen Pisten habe ich umsonst stehen gelassen. Einen hast du falsch gesagt. Ja, der hier ist eigentlich nicht. Der muss gar nicht da sein. Aber der Rest zeigt alles nach unten. Okay, der hat überlebt. Was zum. Hä? Was zum. Hier ist noch einer, der einfach versteckt hat. Ist halt fies, wenn der Bedrock meint, einfach unsichtbar zu werden. In der Hoffnung, dass ich ihn dann nicht zerstöre. Aber niemand entkommt meinem Zorn.
Die Rache des Bedrocks hat jetzt begonnen. Ich glaube, wir nennen es einfach die Bedrock-Kriege. Einer hat überlebt. Noch einer. Noch einer. Okay, also das hier hat überhaupt nicht funktioniert. Natürliche Ordnung der Dinge wurde von Spinny gestört. Jetzt ist der Bedrock nicht mehr an die normalen Regeln gebunden. Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir Bedrock zerstören. Das ist nur das erste Mal, dass wir es in so großem Stil tun. PC, nö. Je mehr du das Gefüge der Welt zerstörst, umso mehr motivierst du die Welt dazu, dich zu zerstören. Das Problem ist aber im Großen und Ganzen, wenn man denkt, wie groß eine Minecraft-Welt sein kann, ist diese Wunde im Bedrock winzig. Ich muss mich mal, glaube ich, mit 3D-Bedrock-Zerstörungsmaschinen. Was mache ich hier? What the fuck? Befassen. Aber zumindest, wenn wir sowas hier öfter machen wollen. Aber diese Form ist halt auch nicht so geil dafür. Muss man fairerweise sagen. Und für die Menge Bedrock, die wir sonst zerstören, lohnt sich das halt einfach nicht. Was kommt da später hin? Wir ziehen, also hier unter uns ist das Portal, was zur Eisenfarm führt. Und die Ummantelung von diesem Portal ziehen wir jetzt praktisch einmal komplett durch. Warte. So, wir packen das ganze Redstone-Zeug schon mal weg, damit wir wieder ein bisschen Platz im Inventar haben. Boah. Das ist jetzt gerade aber echt RIP. Also, wenn ich das Zeug abbaue, geht die Framerate flöten. Man würde meinen, dadurch, dass es weg ist, würde es besser werden. Aber ich würde mal behaupten, wir benötigen noch mehr Redstone-Blöcke.
Mit Texture Pack erinnere mich an Diablo. Ja gut, ich weiß nicht, ob Diablo-Einflüsse drin sind von Misas Seite aus. Ich meine, es ist nicht komplett abwegig. Jetzt bin ich in Lava. Und jetzt können wir auch wieder das machen und dann können wir wieder den. Ich enttäusche dich ja nur ungern, aber ich habe einen Feuerschutztrank in meinem Inventar. Also bei unserer Nahtoderfahrung, ich bin nicht grundlos, also ich bin nicht aus Dummheit in Lava gesprungen, weil ich bin in Lava gesprungen, weil ich gesagt habe, die Lava ist gerade sicherer als die Brutes hinter mir. Lava ist im Late Game eigentlich, also solange du nicht gerade in der Situation bist, wo du gar nicht rauskommst, ist Lava ziemlich ungefährlich. Also ich glaube mit voller Protection 4 Rüstung kannst du glaube ich in Lava wirklich 40 Sekunden ungefähr überleben. Und das ist, wenn du nichts isst. Wenn du dann noch normal, selbst wenn du dann noch normale goldene Äpfel dabei hast, die geben dir ja auch nochmal Absorption. Okay, so viel Neverrack können wir gar nicht mitnehmen. Das missfällt mir. Wir nehmen so viel von der Schulka-Moment mit. Also ich habe gestern schon, als ich die, den Neverrack weggeräumt habe, dann war schon das Problem, dass meine Neverrack-Kiste vollgelaufen ist. Oder dabei war, voll zu laufen. Dann habe ich erstmal ein bisschen ein bisschen Neverrack schmelzen lassen. Weil Neta-Ziegel haben wir nicht in so rauen Mengen. Das müssen wir noch ändern. Pass auf, wir machen den so. Wir müssen bis Ebene 85 ungefähr runter.
Okay, das wird geil, wenn wir dann gleich hier noch die Glasscheibe durchziehen. So ein bisschen Neverrack ASMR. Fuck, kannst du bitte nicht? So. Mensch, dann sind wir hier. Ich erinnere mich dunkel. Als wir den ganzen Shit hier mit Neverrack, nicht mit Neverrack, mit Slaps gefüllt haben. Ich denke, dass das auch schon über 2 Jahre her ist. Schon, ob ich genug Glas haben werde. Mit Nether-Ziegelblöcken gebaut. Ja, das Nether-Monument. Da brauchten wir ziemlich viele Nether-Ziegel. Deswegen habe ich ja extra die Mine im Nether angelegt, dass ich Neverrack bekomme und dabei halt nebenbei noch, also die neue Mine. Die brauchten wir dann ja extra, weil wir so viel Neverrack gebraucht haben. Ja, Panda, du musst mir jetzt mal die Frage beantworten. Warum? Er hat dir nichts getan. Er hat dir nichts getan.
So, die Neverite-Spitzhacke hat nur noch ein Drittel. Ja, das ist korrekt. Auf welcher Höhe sind wir? 94. Okay, es ist nicht mehr weit. Ich glaube, wir machen besser eine Ebene, weil dann können wir leichter Fehler korrigieren.
So, also das ist doch mal ein Anblick. Rein von der Funktion her ist das schon fertig. Och nein. Ich wollte jetzt eigentlich nicht den Neverrack auffüllen, aber gut, dann machen wir es halt so. Ich sehe auch gerade, ich muss das Portal auch noch spawnproofen.
noch einmal kurz Targeted Block. 89. Ich bin mal gespannt, wie das Replay-Mod-Footage am Ende aussehen wird. Ich weiß nicht, ob ich... Will ich das auf, als weißes Glas lassen? Ich weiß ja nicht. Das ist aber nicht korrekt, was ich hier mache. Also mit dem Glas bin ich noch nicht so hundertprozentig happy.
tausche ich das noch später noch aus. Ich habe ungefähr das Glas. Ja, das denke ich mir auch. Das Ding ist, dass das Stained Glass in Misas Version halt doch sehr undurchsichtig ist. Ich meine, generell ist Glas nicht so transparent wie sonst. Also, Glass Panes noch am ehesten. Das war auch bewusst so, weil sie gesagt hat, das Glas ist nicht so dick und deswegen ist das halt, ist das durchsichtiger als das dicke 1 Meter Glas. Das meinte ich. Ich wusste, dass dieses Feature nochmal irgendwann unser Tod sein würde. Boah, was für ein Fuck, ey. Aber ich wollte einfach nur den Elytra aufmachen. Ich wollte nicht boosten. Das ist das Ende gewesen, wäre das interessant. Ich bin so froh, dass ich gerade im Moment doch das Totem immer in der Offhand habe. Ding ist hier. Ich will nur gleiten. Ich will nicht boosten. Also im Idealfall würde ich eigentlich sagen, würde das nur funktionieren, wenn du schon wirklich im Flug bist. Hat das jemand geklippt? Notfalls klippe ich selber. Hey Jofa, willkommen zurück. Du hast gerade verpasst, wie wir ein Totem ausgelöst haben. Undyne, die Dritte, musste sich opfern. Weil, wie ich bereits gestern ja auch sagte, ich hatte irgendwie schon geahnt, dass das passieren wird. Wir haben versehentlich, ich wollte eigentlich nur runterspringen, den Elytra öffnen und habe geboostet, weil jetzt Boost auf der Leertaste ist. Dann sind wir mehrmals gegen die Wand geflogen mit dem Momentum, das wir hatten. Ich meine, ich weiß nicht, ob es hier mit einer Beacon, ob das einen Unterschied gemacht hätte. Im Moment haben wir irgendwie ein Talent dafür, uns umzubringen. Aber da soll noch mal jemand sagen, Inventorio macht das Spiel einfacher. Warum legst du auch Boost auf die Leertaste? Das habe ich nicht entschieden. Na gut, das können wir jetzt leider schlecht sehen. Pass auf, wir müssen mal kurz. So, das Klingonisch ist jetzt auch gerade mal ein bisschen störend. United Kingdom, so. Ich zeig's.
Der Sinn ist das Boost wirklich hier. Moment, wo ist es? Hier, Co-Bind. Das kriegst du, glaube ich, auch nicht weg. Okay, wir könnten es wegmachen, aber wir kriegen es nicht komplett weg. Wir müssten es auf was anderes binden. Und eigentlich finde ich es praktisch. Oh nein. Aber das Problem ist, selbst wenn wir, ich glaube, selbst wenn wir jetzt, es gibt da, glaube ich, keine Einstellung für. Was? Nein. Sterben ist nicht so praktisch, das stimmt. Okay. Hallo Geistblock. Weißt du, jetzt, wo ich die ganze Scheiße weggeräumt habe? Drin lassen als Änderung. Nee, das würde mich nur stören. Warte, da muss nämlich die. Muss aber auch die. Wieder in die Hotbar. Okay, das dauerte, das war zu wenig Redstone. So, ich glaube, es muss genug sein, dass sich der Zustand des Redstones nicht mehr updatet. So.
So. Damit hätten wir es. So, das kann weg. Weiß noch nicht, was wir hier mit der Beacon machen werden. Wir lassen es jetzt erstmal hier. Das ist mir gerade ein bisschen zu riskant. Ganz ehrlich, wenn ich den Elytra sowieso nicht aktivieren kann. So, ganz ehrlich, wir verlieren 2 Herzen, wenn wir ganz normal hier runterspringen. Ich glaube, das Glas tausche ich später noch aus, aber abseits davon. Ich weiß gerade nicht, ob ich Eisenblöcke oder Eisenbarren in den Sortierer gepackt habe. Also, was davon ich da reinsetzen kann. So, gehen wir gleich noch in die... ins Deep Dark. Huch, warte, nee, das ist nicht die Kiste, sondern die Vorratskiste. Regenbogen mit Beacons ist jetzt auch nicht mega originell. Wir müssen immer daran denken, dass wir, wenn wir die Dimension wechseln, muss ich einmal E drücken, damit die der Toolbelt und der Utilitybelt wieder laden. Gerade taub. Ja, das ist halt. Sind halt Enderman. Meinst du, mir geht es hier besser? Thank you.
Knopf-Sounds leiser stellen. Und dann vergesse ich sie wieder hochzustellen. Nee, danke. So, pass auf, das Eisen muss weg. Jo, hier habe ich nämlich nur die Barren. Das heißt, mit den Blöcken könnte ich hier gar nicht sortieren. So, das können wir dann, kann ich dann später aktivieren, aber noch nicht jetzt, weil jetzt sollen erstmal der... Dass das erstmal das normale Sortieren laufen. So, ich habe tatsächlich immer die Farbe der Wolle ausgetauscht, damit wir besser sehen, welche Wolle wir halt, ne? Welche wir gesetzt haben. So, wir machen. Nehmen zwei mit. So, jetzt aktivieren wir auf den Shader wieder und dafür machen wir Night Vision. Da sieht man erstmal das volle Ausmaß der Infizierung hier. Wann planst du zu sterben? Gar nicht, aber ganz ehrlich, wenn das so weitergeht, habe ich das Gefühl, die Welt hat nicht mehr lange. Also wir hatten jetzt zwei Totems innerhalb von vier Streams. Und ich war vorher komplett totemfrei. Jetzt hat mich hier Inventorio einfach sowohl in die Scheiße geritten als auch rausgeholt. In die Scheiße geritten, weil ich hätte nicht versehentlich geboostet. Ohne. Aber das Ding ist, ich kann halt so nicht gleiten, das ist das Problem. Aber auf der anderen Seite hatte ich dadurch halt auch mein Totem in der Offhand. Was ich sonst nicht habe.
Ich bin eigentlich sonst eher der Schildtyp. Weil das zwei Totems-Stream werden, wird das doch erst spannend. Moment, wir müssen erstmal gerade eine Schere rausholen. Ich weiß, dass da drüben keine Shrieker mehr sind. Warte, das war der, den wir gestern, ne? Genau, es kann summon. Der summont gar nichts. So, der hat jetzt geschrien, aber das war... Das war komplett egal. Moment. So, hier. So, dass die gar nicht erst auf die Idee kommen, das Signal weitergeben zu wollen. Warte. Ach. Brauche ich die überhaupt? Moment, die. Hä? Hat die Sense einen Bonus für Wolle jetzt oder nicht? Weil er wählt nicht automatisch die Sense dafür aus. Sense. Ich meine die Hacke. Mann, mach doch, jetzt seid doch nicht immer so Klugscheißer.
Die Sense hat einen Bonus, ganz klar, aber er wählt sie nicht automatisch aus dafür. So, bald dürften auch gar nicht mehr so viele Shrieker übrig sein. Ich glaube, es gibt so ungefähr 50 pro Ancient City. Warte, machen natürlich auch hier eine Lampe hin. So, nur um sicher zu gehen, dass jetzt da nicht irgendwie eine Kettenreaktion stattfindet. Da oben, aber ich glaube, das scheint safe zu sein. Ich glaube, ich müsste eigentlich eine Kiste hier einrichten, wo ich ganz viele, viele Tränke mir hinbaue. Weil ich benutze die Night Vision Potions ja im Grunde genommen nur hier. Famous Last Words, erscheint so unsafe zu sein. Ja, ich weiß, dass es safe ist.
Aber heute nur 28,4 Grad im Zimmer, das ist vergleichsweise kühl. Gut, ich finde es jetzt gerade hier eigentlich nicht so warm. Ich mache mir ehrlich gesagt trotzdem ein bisschen zu Sorgen um meinen Zustand. Einfach aus dem Grund, dass ich halt jetzt, wie gesagt, in letzter Zeit sehr oft wegen dummer Scheiße irgendwie Nahtoderfahrungen habe. Es kann einen schon ein bisschen verunsichern. Also, wie sieht es hier shrieker-technisch aus? Hier habe ich einiges versucht zu isolieren, aber ich glaube, Shrieker waren hier nicht mehr, oder? NATO sind so Sachen wie, wenn man auf der Autobahn so entspannt seiner Gurken sich auf die Landschaft ansieht. Nein, was du beschreibst, ist jetzt für mich jetzt keine Nahtoderfahrung. Und damit war es das auch mit unserer Nachtsicht.
So, da wir schon mal hier sind. Kann ich? Ja, das ist okay. Wir haben hier natürlich jetzt kein automatisches System, aber es geht natürlich. Wir machen einfach nur den, den und den. Und müssen natürlich Blaze Powder reinmachen, aber das ist natürlich nicht schlimm. Wir brauchen. Komm, wir machen zwei pro Ding. Dann haben wir einfach jedes. Können wir einfach gucken, dass wir jedes Mal, wenn wir hier hinkommen, 6 von den Potions ready haben. Und ich denke, 4 einfach mal so mitnehmen kann man immer noch, aber mehr Slots würde ich dafür nicht rechtfertigen, wenn wir dafür nützlichere Tränke mitnehmen können, wie Fire oder Slow Falling. Und dann machen wir nämlich noch gerade eine Chest hier hin. Dann sind wir bis nächstes Mal perfekt ausgerüstet. Ich denke mal, 48 Minuten perfekte Sicht sollte uns gut weiterbringen. So, dann werde ich aber wahrscheinlich noch ein bisschen hier, ne, die Kleinarbeit machen. Wir haben ja ein bisschen was jetzt im Inventar wieder gehabt. Aber ich glaube, wir haben unser Ziel für heute erreicht. Und eine Nahtoderfahrung mehr gehabt. Also, das muss ich umstellen. Das geht nicht. Und vielleicht mal dem Modder fragen, ob er vielleicht eine Option machen kann, dass der Boost nur dann aktiviert, wenn man halt wirklich schon fliegt. Wenn der Leiter noch gar nicht ausgebreitet ist, weil sonst kann ich nicht gleiten. Das ist uncool. Ich danke fürs dabei sein und ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Bis Dienstag oder Donnerstag. Bis dahin.